Was geht ab, YouTube? Schön, Und einen schön, schön. wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute die Ackendorf 3.2 zusammen mit dem Tino und dem Randy. Hi Leute. So, Randy, wollt ihr hexen? Ja, klar, oder? So, jetzt kommt der neue Traktor. Lieferung. Yes. Ja. Jetzt schau ich mal kurz nach hinten. Zeit wird's, ey. So sauber wie der ist, hat Füße wieder nichts gemacht, ey, die ganze Zeit. Alter. Gib den doch mal Friesi, Randy. Was machst denn du? Ja, hab ich doch. Ich sitz bei dir drinne. Waschbolle. So, jetzt. Waschbolle, Theater. Ja, hängt das Gewicht ab, genau. So, jetzt aber. Oh, der klingt schon nach Power. So, Das sieht gut aus. Weißt du, wie der JCB sich anhört? Nee. Kennst du diese Trickserie mit dem, was so im Weltall spielt? Die fahren immer mit Autos und macht auch den Geräusch. Ja. Weiß nicht, wie die heißen, aber ja. Kannst du da mal ein bisschen wegfahren? Ich wollte eigentlich extra hinstellen, wenn er rum, ne, wenn er dreht und so, aber. Ne, fahr vor. Da ist ein Boden. Landet es noch drin? Ja, landet noch drin. Schenken dir eh. Aber dann mach ich vor einfach vor dich. Ne, du musst schon dann. Ja, ist mir klar, so. Ist ja nicht hier. Das ist ein Bäumenkackmist. Du hängst einfach am Baum. Ja, so. Jetzt. Ist der Bobblättern hier nicht. Wahnsinn. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. So. Das ist Wahnsinn. Wo schickst du mich in die Hölle? Das ist kein Kalkverbot. Das ist Gesangsverbot. So, den noch. Wie viel hast du denn drin? 44%, also 19.000. So, muss eigentlich hier stehen geblieben. Blablabla. Nein. Ja. So. Alter, ich sehe nichts außer Blätter hier. Ja, müssen wir mal ein paar Bäume umhauen noch. Warte. Hast du den jetzt hier komplett weggeschnüdelt? Richtig. Gut. So. Okay, erzählt mal was, los. Naja, also ich werde mir jetzt erstmal hier gönnen. Das sind, ich muss gerade mal hier gucken. Hast du schon wählen? Alter, wir wohnen nicht im Vorpommern. Ja. Ich. Hast du schon gewählt, ne? Ich hab ja. Bist noch im falschen Bundesland. Ich hab hier so ein Ding heute gekriegt. Warte mal, wo bist du? Du bist da, Fahr mal. Kommunalwahl. Fahr mal kurz hier ein bisschen an den Baum, an dem einen. Da, wo ich stehe hier. Okay. Achso, ja, Kommunalwahl. Okay. So ganz leicht. Geht ihr denn wählen? Also, wenn sowas bei euch ist? Ja, gut. Jetzt. Blub. So, also erstmal haben die Kommunalwahlen jetzt mit denen, wo wir jetzt hier
zum Zeitpunkt gerade aufnehmen, den da sind in Vorpommern allgemein Landtagswahlen, deswegen jetzt nicht vertauschen. Ja, Kommunalwahlen sind, ich weiß auch nicht, Kommunalwahlen sind solche Wahlen, die von Bedeutung sind. Und keine Ahnung, wenn wählen wir wieder, ich glaube nächstes Jahr sind Bundestagswahlen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ja, ja, und dann kann man natürlich schon mal was dazu sagen. Ach. So. Was ist denn jetzt hier? Landet das drin oder? Das landet drin, ja. Ich komme allerdings trotzdem mal ein Stück vor. Na, warte. Eisbaum. Ja, der ist weg, warte. Da. So, zu dem anderen da. So. Rollt der weg! So. Rollt er weg? Also Hexen ist wirklich so, das ist ein Krampf, ist das. Ja. Ja, passt. Oh, komm hier, 90%. So, und nun? Ja. Was machen wir jetzt? Was machst du? Ich bin gerade Schmiermittel zu der Pelletproduktion. Immer noch. Ja, immer noch. Ja, was denn? Ja. Was macht er denn? Muss ich auch noch hochbringen. Und ein Kreuz auf dem Wahlzettel auch machen. War schon alles erledigt. Du darfst nicht so lange in der Wahlkabine bleiben, sonst denken sie noch, du machst da sonst was. Oh, war das hier gar nicht die Spermaspende? Ja. Muss eigentlich so rausgehen, also früher gab es ja wenigstens mal noch Zeitschriften. Ah. Übel! Dübel! Kennt ihr Arnold Dübel? Arnold Dübel? Ach, ja. Alter, den habe ich vor kurzem entdeckt, der scheint, ist schon älter, habe ich schon gemerkt, ja, aber... Junge. Der Typ ist tot. Der ist tot? Der ist tot. Wer ist Arnold Dübel? Das ist so eine... Ich sag mal so unter dem Fachbegriff Aluhutträger. Ach, lol. Also, ich bin ganz verrückt. Wenn mich nicht alles täuscht, war ein Reichsbürger gewesen. Und auch so mit, mit Chemtrails und alles. Ja. Das war der 30. und längste Arbeitslose in Deutschland. Moment, das komplett vergessen. Das war wieder jemand anders mit Aluhutträger. Arnold Dübel, der lebt noch. Entschuldigung, alles zurücknehmen. Ruf die Bildzeitung wieder an. Arnold Dübel, ja, das ist ja, der wird ja als 30. Arbeitsloser Deutschlands bezeichnet. Stimmt, das sagt mir auch irgendwas. Ja, der war schon überall. Stern-TV, Fokus, Bildzeitung, überall. Die haben sich schon damals in den Talkshows hin und her gezerrt. Das war Wahnsinn. Das ist halt einer, der hat, glaube ich, noch nie, also nie in den 40 Jahren, nie gearbeitet. Passt mich doch. Nee, ich glaube, also. Nee, achso, hier wegen dem, ja, ich habe nicht gesehen, dass von vorne was kommt. Der hat, glaube ich, wenn ich es so richtig verstanden habe, noch nie in seinem Leben gearbeitet. Und der ist halt und der sagt so, na, warum soll ich arbeiten? Ja, der ist so schon so jetzt Ende 40, Anfang 50 oder irgendwie so, keine Ahnung, ja. Frag mich nicht. Und so, dass er, na, ich muss nicht mehr arbeiten. Ich krieg mein Geld vom Amt, es reicht mir meine kleine Wohnung und alles. Warum soll ich arbeiten? Nein, ich bin zufrieden mit meinem Leben, ich bin glücklich, danke. Ist der Russe oder warum quatschst du so behindert? Deutscher. Achso, okay. Aber der redet halt. Ja, der. Achso, okay. Der trinkt ja auch den ganzen Tag Bier, ne? Ja, er säuft den ganzen Tag Bier. Er hat eine Facebook-Seite und Twitter. Und jeden Tag pünktlich um 12, um 9 und noch um 14, glaube ich, schreibt er mal so erstmal Mittagsbierchen. Dann kommt irgendwann so erstmal ein 13 Uhr Bierchen und so weiter und so fort. Und ach, der quatscht den ganzen Tag nur Scheiße. Ja, das ist, den haben sie damals, ich glaube, weil es darum ging,
Hartz IV Reformen, die Linke hatte ja gesagt, ja wegen Sanktionen, dass viele Sanktionen ja vom Sozialgericht dann wieder abgeschmettert werden, weil sie unbegründet waren. Wer ist bei der Obstfarm? Stopp, wer ist bei der Obstfarm? Ich. Bring mir mal schnell den Schneidwerkswagen, der steht da oben. Der steht bei der Brauerei. Also da, wo wir damals unsere Geräte alle hatten. Bring mir mal bitte den Schneidwerkswagen runter. Lass mal eben den. Zu Feld 21. Ja. Ja. Im Grunde dessen wurde der dann halt von Talkshow zu Talkshow gezerrt und hat dann dementsprechend auch seine Aufmerksamkeit inklusive Manager und alles halt bekommen, ne? Krass. Aber dann kriegt er trotzdem noch Geld vom Amt, kann ich mir gar nicht vorstellen, oder? Ja, gab es irgendwie durch diese ganze Manager-Sache und so, wurde der irgendwann kurzerhand mal gesperrt, weil er damit irgendwie über Kohle gemacht hatte durch die Talkshows und alles. Aber gut, wird sich trotzdem nichts daran ändern, dass er in Anführungsstrichen ja, also auch nicht arbeiten will oder wird, oder je nachdem. Ne? Mhm. Jetzt halt durch die Bekanntheiten da mit Kohle, Provision der Absahnd sicher, aber ansonsten wird auch nicht viel passieren. Das ist Ordnungsdiebe. Muss es auch geben. Sag ich mir da. Muss es halt auch geben. Nee. Och, naja, das ist halt, ich meine, klar, bekloppt, ne, aber. Ich meine, wenn du einfach mal so einen Menschen siehst, der einfach sagt: Nö, mach ich nicht. Mach ich nicht, fertig. Ja, voll bin kein so Bock. Zufrieden. Du hast tatsächlich alle Paletten Schmiermittel hier reingefuckt. Nee, warum? Weil hier 33.000 Schmiermittel drin sind. Ich hab 6 Paletten oder was reingekloppt. Okay. Oben stehen noch 7, also. Ja. Jetzt brauchen wir noch diese. Ja, das wollte ich gerade machen, aber jetzt komme ich erstmal Feld 21, sagtest du, ne? Ah, es ist natürlich schon krass, also. Aber was ich da eigentlich ausführen wollte, wie gesagt, wenn er wirklich nur sagt, nö, mach ich nicht, ich bin so zufrieden, hat auch irgendwas, egal wie bescheuert sich das jetzt anhört, aber hat halt auch irgendwas. Ja, ich könnte sagen, was der hat. Realitätsverlust. Ja, und der verbrasst das Geld der Steuerzahler, nämlich der Leute wie ich, die nämlich arbeiten gehen und Steuern zahlen. Ja gut, wie gesagt, das ist die Innenseite, wie gesagt, auf der anderen Seite. Ich meine, die tun ja alles, was sie halt tun können, was jetzt an Sanktionen und Co. halt funktioniert, aber das macht er jetzt schon seit über 40 Jahren. Ja, irgendwann schlimme die Jobs dann haben da in dem Falle schon resigniert, ne? Also, die lassen den halt machen, weil wird halt nichts, bringt halt nichts. Lassen soll, halt so frei nach. Soll ich dir das irgendwo hinfahren oder machst du das selber? Ja, mach selber. So, jetzt wieder zum Hof. Gab's auch mal irgendeinen so Deutschen, der hatte in Deutschland Hartz IV beantragt, hat aber in ein anderes Land gelebt. Dort hat der auch nochmal Hartz IV gekriegt und ich weiß nicht was. Und ist mit einem Ferrari, nee, Ferrari war übertrieben, mit einem Porsche rumgefahren. Also Hartz IV gibt's erstmal, also so in dieser Bezeichnung gibt's das erstmal nur in Deutschland. Ja aber der, ich weiß. Soziale Stütze wahrscheinlich. Also, ja, irgendwo hat er noch was passiert. Sozialbetrug, das ist, denke ich mal, jetzt nicht so das Wenigste. Nee, der kam auch im Fernsehen und so und man konnte nichts gegen machen, weil er alles vernünftig angemeldet hatte und hin und her und war irgendwie ein Fehler von der Bürokratie, keine Ahnung, und hat dann jahrelang doppelt kassiert und so eine Sachen alles. Also, ja gut, wenn du die Schlupflöcher da überall kennst, so. Das ist möglich. Ganz so eine ganze Schlupflöcher halt. Gibt's ja überall. Ja. Gibt ja überall Schlupflöcher im Gesetz, im absolut jetzt das normale Dings ist oder ihr Sozialgesetz, es gibt überall Schlupflöcher. Wenn du die natürlich kennst und ausnutzt, klar. Was Deutschland eigentlich alles für Gesetze hat, was ein Hartz-IV-Empfänger sich eigentlich alles beantragen kann, wovon die meisten gar nichts wissen, ne? Das ist sowieso schon krass. Da kann ich leider nicht mitreden. Keine Ahnung, also da bin ich Gott sei Dank noch nie. Musste ich noch nie. Irgendwie. Ich meine, manche kommen ja auch unverschuldet dahin, das ist schon klar. Aber ja. Ich musste es noch nie, Gott sei Dank. Ich war sehr froh. Bin ich auch. Weil, das ist bestimmt keine schöne Situation, denke ich. Der größte Rotz, den du je in deinem Leben haben kannst. Ja. Kann mir vorstellen.
Vor allem musst du alles offenlegen und hier und da und. Ja, du darfst dich halt nicht hundertprozentig unterwerfen, sag ich immer wieder. Arber, wir sind eh fertig. Hatte ich einmal berührt? Nee, ich. Cool, meine lieben Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schaut bei den anderen zwei vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.